Ja, das ist eine Arbeit heute. Ganzer Tag. Naja, ach, hier haben wir immer noch einen kleinen Moment. Der Ton, der ging sofort weg. Ich vertone auch hier nach. Schade. Gut, hier ging es um eine andere Aufgabe, die da hieß. Wir suchen erstmal, ich habe eine andere Aufgabe daraus gemacht. Erstmal, wir suchen erstmal einen Durchstoßpunkt. Durchstoßpunkt zu einer Ebene. Die heißt 4x plus 3y ist 4. Wir haben da eine gerade R und die soll da durchpieken. Sag ich jetzt dazu. Dass wir das später noch brauchen, das kommt dann. D ist der Durchstoßpunkt. Also, die Lösung, gehen wir so ran. Jetzt haben wir gesagt, was passiert denn, wenn irgendwie zwei Geraden sich miteinander schneiden? Naja, dann ist an dem Schnittpunkt, haben sie gleiche x- und y-Werte, sagten wir früher. Und das Gleiche, was passiert bei einer Geraden, die durch eine Ebene durchsaust, da haben die auch alle gleiche Werte, x- und y- und z. Je nachdem, wie viele Dimensionen wir haben. Das heißt, wir können den gleichen Kram wie vorher machen, sozusagen. Das heißt, wir können unsere Geradengleichung schon so ein bisschen ergänzen. So wie wir es vorher mit unserer normalen gemacht haben im zweiten Video vom heutigen Tage. So, und das werden wir dann auch gleich tun, denn wir wollen ja dann diese Gleichung letzten Endes einsetzen in unsere Ebenengleichung. Und auch da haben wir wieder keinen z-Wert, aber wir wissen ja, dass es heißt plus 0z. Wir schreiben also raus. Ich empfehle das wirklich so rauszuschreiben. Man muss schon, ich habe das sogar bei Profis gesehen, die schreiben das für sich raus. Man muss schon der Ober-Ober-Ober-Guru sein, um das immer fehlerfrei hinzukriegen, ohne Vorzeichenfehler. Und das setzen wir jetzt da ein. Z können wir uns schenken, ne? Das sieht man. 0z steht ja in Gedanken da. Also schön an diese Notation denken, viermal und dann in Klammern 1 minus t plus 3 mal und jetzt 0 plus t. Hä, wir hätten auch t hinschreiben können. Solche Kleinigkeiten kann man dann wirklich lassen. Und jetzt können wir sagen 0 mal. Und das lassen wir weg, das wäre zu viel Schreiberei. Ausrechnen. Mal sehen, wie groß T wird. Es gibt, glaube ich, eine Überraschung bei der Aufgabe. Na, wenn ich das jetzt ausmultipliziert habe, die Klammern ausmultipliziert, 3 mal 0 ist 0, also schreibe ich bloß noch 3T hin, ist 4. Wenn ich jetzt sage minus 4, weil mich links die 4 stört, fliegt sie überall raus, dann kann ich mir das auch leisten, ohne eine Zeile neu zu schreiben und rechne bloß noch zusammen, minus 4 plus 3 ist minus 1. Also minus t, minus einmal t. Und da auf der rechten Seite 0 steht es t, minus t 0. T ist auch 0. Tja, jetzt heißt ja unsere komische Geradengleichung bloß noch. Und den Rest schenke ich mir, denn wenn ich t 0 habe, brauche ich den Rest nicht hinzuschreiben. Das heißt also, der Stützvektor der Geradengleichung, ja, der trifft komischerweise schon die Ebene. Lässt sich auch fast denken, denn die Ebene besteht ja, die ist ja nicht irgendwie in die Höhe gesetzt, sodass das durchaus hinkommen könnte. Aber das wollten wir dann später noch durchdiskutieren. Aber das, wie gesagt, es gibt manchmal so Dinge. Ich habe das dann noch vorgeführt, also das kann man übrigens schön selber machen, indem man einfach ein Buch an der Ecke hält und seinen eigenen Arm als Stützvektor nimmt. Oder sich in eine Zimmerecke stellt. Und von da aus dann die entsprechenden Meter Tiefe des Raumes und Breite des Raumes und Höhe des Raumes und so weiter nimmt. Das kann man sich da einigermaßen noch klar machen. So, jetzt suchen wir im nächsten Teil der Aufgabe Punkte, die auf der Geraden liegen, einerseits, aber genau im Abstand 2 zur Geraden sind. Die liegen also auf der Geraden und die Teilpunkte, also es gibt zwei Punkte in dem Fall und der andere, der liegt unter der Geraden, ne? Der fängt da an. Hier ist der zweite Punkt. Und der hat auch einen Abstand 2, der zweite. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Gerade liegt. Die kann auch schräger liegen. Das muss nicht symmetrisch sein. Und das wollten wir dann am nächsten Tag besprechen. Also am morgigen Tag. Na eben. Heute ist Mittwochmorgen. Am Donnerstag, am 2.7. So, jetzt gab es noch einige Diskussionen hin und her, wie das so aussieht. Und man sieht was, ne? Der Abstand ist wieder senkrecht. Wir werden es also wieder mit so einem Kram wie normalen und Vektorprodukten und angepassten Normalen und irgend sowas beschäftigen. Mal sehen, was fiel mir jetzt noch ein. Ich weiß es nicht. Ach so, ich hatte noch mal darauf hingewiesen. Es gibt ein Verweisvideo vom gestrigen Tage, vom 30.06. auch, fängt auch an mit BA01. Und da bin ich noch mal auf diese
Naja, hier haben wir zwar uns so eine Kleinigkeit zusammengestellt, aber wie das alles im Einzelnen noch funktioniert, da bin ich dann auf die Videos der Profis gegangen und wie man damit umgeht, das wollte ich hier nicht nochmal alles erklären, denn wir hatten ja bloß kurz Zeit dafür, heute zu üben. Demzufolge kann jeder die Videos selber nochmal gucken. Ich habe das hier Verweisvideos, habe ich nochmal darauf hingewiesen. Möchte ich auch an dieser Stelle nochmal. Also schaut euch dieses Verweisvideo an, das sind nur 2 Minuten. Dann hat man Zeit, 2 Minuten zum Klicken und kommt dann auf die Playlists, die ich dann da unterlegt habe. Matrizenvektorrechnung und komplexe Zahlen. Das war der ganze Hintergrund, weshalb ich hier nochmal diesen Hinweis mache. Ne, das sind die Videos der Profis, die das richtig gut darstellen und können. Nicht so wie ich jetzt hier. Sondern richtig professionell und schick machen. Und nicht nur schick, sondern auch sehr schnell und sehr sauber. Gut, das Video sei beendet.